Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Wo ich hier bin, wird der geübte Sportvlog-Gucker schon wissen. Aber ich erzähle es trotzdem gleich nach dem Intro. Ich laufe heute von Perreu nach Fajana rüber. Hab den Fehler gemacht, dass ich mir eben zu viel Sonnencreme aufgetragen habe. So eine Scheiße hier am Strand. Da schwitzt du wie die Sau und da läuft dir die Sonnencreme in die Kackaugen rein. Das nervt wie die Sau. Brennt wie Hölle. Fehler. Hier ist voll der Touri-Ort. Voll die Touristen überall am Strand. Da, wo ich losgelaufen bin, vor etwa 3 Kilometer war noch nichts. Da will ich auch wieder hin. Also erst mal hin und dann wieder zurück. Ganz wichtig. Hier, wo ich jetzt bin, ist voll Touri. Voll krass Touri. Alles voll mit Leuten. Hier will ich nicht sein, hier laufe ich nur durch. Ist krass, wenn man so 4-5 Kilometer läuft, wie sich die Situation verändert. Hier ist alles voll. Die Leute knallen sich in die Sonne. Einer neben dem anderen, Handtuch an Handtuch. Das ist nicht meine Welt, sorry. Aber ich laufe nur kurz hier durch, wieder zurück. Und dann bin ich wieder bei mir, wo nicht so viel los ist. Kurz hinter Fajana in Kroatien, in Istrien. Sportvlog. Ich melde mich gleich. Ganz schön warm. Ganz schön warm hier. Und lauter Leute. Hier ist jetzt gleich ein super Ort zu wenden. Kleine Brücke. Da laufe ich jetzt hoch. Mache einmal Karussell für alle Zuschauer, damit die sehen, wo ich hier bin. Und dann kurz warten. Ja, geht schon, geht schon. Dann mache ich einmal Karussell. Und dann laufe ich wieder zurück. Hier sehen wir das Meer. Oh, ich kann gar nichts quatschen. Hier hinter ist der Hafen. Jetzt habe ich die Sonne im Gesicht natürlich, sehr klar. Und von hier aus laufe ich wieder zurück. Habe jetzt so eine gute halbe Stunde hinter mir. Knapp über eine halbe. Und jetzt laufe ich den gleichen Weg wieder retour. Und bin gleich wieder in meinem kleinen Paradies. Ohne viel Touris und ohne viel Gedöns. In aller Ruhe. Und verpiesel mich ins Meer. Das wird gut. Jetzt in einem kleinen Park bei Fajana. Mal im Schatten laufen ist echt geil. Voll erfrischend. Dauert nicht lang, da vorne schon wieder Sonne. Aber mal kurz im Schatten laufen ist schon ein Knaller. Hier seht ihr wieder das Meer. Immer schön am Meer entlang. Wenn ihr euch fragt, warum läuft denn der da durch die ganze Touris? Hier ist ein befestigter Weg. Und den muss ich natürlich nutzen. Ansonsten sind hier nur Steine und unwegsames Geröll. Aber hier ist ein schöner Weg und den nutze ich für meine Joggingtour. Deswegen nehme ich die Touri-Scheiße in Kauf. Aber jetzt bin ich schon wieder in der Sonne. Achtung, das war's mit dem schönen Park. Jetzt bin ich im Hafen. Hafen von Fajana. Ja. Immer weiter. Immer weiter. 20 Minuten habe ich noch. So, jetzt bin ich an meinem Zielort angekommen, abseits von Fajana, in der Nähe von Perreu, mittendrin. Und schaut mal, so gut wie keine Leute, kaum Touristen hier, Weltklasse. Hier lasse ich mich nieder, gehe gleich mal ins Wasser und habe auch meine Ruhe. Und es nerven keine schreienden Kinder, bellenden Hunde, besoffenen Kerle. Und notgeile Mädels. Oh, habe ich das gesagt? Naja, gut. Bis zum nächsten Sportvlog. Es waren knapp 10 Kilometer. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Cheerio, Miss Sophie.